Im vorangegangenen Video hatte ich gesagt, dass ich als nächstes das thermische Design meines Extruders optimieren möchte. Version 4.1 sieht nicht so viel anders aus als der zuvor gezeigte Extruder, ist aber ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Das Kupferrohr für die Wasserkühlung ist per Lötzinn abgedichtet, es tropft somit auch bei intensiver Nutzung kein Wasser mehr heraus. Die Röhre des Extruders ist an zwei Stellen deutlich verkürzt worden. Auffällig ist, dass der Aluminiumblock mit der Heizpatrone kompakter gestaltet ist, sodass die heiße Seite des Extruders kürzer gestaltet werden konnte. Damit wird nicht nur Gewicht eingespart, sondern auch das Volumen an erhitztem Kunststoff ist deutlich kleiner geworden. Je größer dieses Volumen, umso länger benötigt der Kunststoff, um ausgehend vom festen Granulat schließlich als flüssige Masse extrudiert zu werden. Kunststoff zersetzt sich unter hohen Temperaturen, daher sollte dieser nur möglichst kurz erhitzt werden. Die zweite Stelle, an welcher die Röhre verkleinert wurde, ist die Distanz vom Hot End zum Cold End. Somit ist der Übergang von fest zu flüssig kleiner, was geringere Reibung der Extruderschraube und auch eine kleinere Kraftkomponente in Richtung der Düse bewirkt. Damit verbiegt sich die Mechanik beim Extrudieren weniger, was zu einem besseren Verhalten in Sachen Retract führt. Für ein etwas tieferes Verständnis der Konstruktion und für ganz mutige Early Adopters folgt eine grobe Beschreibung, wie ich Version 4.1 angefertigt habe. Kernelement ist die Röhre und diese besteht aus drei Teilen. Der mittlere Teil ist die Hitzebarriere, bestehend aus einem 11mm langen Stück eines Edelstahlröhrchens mit 6mm Innen- und 7mm Außendurchmesser, was einer Wandstärke von 0,5mm entspricht. Diese Röhre ist einerseits ausreichend stabil und andererseits dünnwandig genug, um möglichst wenig Wärme vom heißen zum kalten Ende passieren zu lassen. Der obere und untere Teil sind aus 10mm Rundmessing auf meiner Drehbank entstanden, dabei handelt es sich um ein günstiges Einsteigermodell, das zumindest Messing mit ausreichender Präzision bearbeiten kann. Und ja, auch mit meiner in diesem Video zu sehenden stümperhaften Handhabung dieser Drehmaschine erhält man einen gut funktionierenden Extruder. Der untere Teil ist 12 bis 13 mm lang und wird nach dem korrekten Ablängen zuerst mit einer 5 mm Bohrung versehen. Dann wird eine 6 mm Bohrung mit einer Tiefe von etwa 7 mm und schließlich eine 7 mm Bohrung von 3 mm Tiefe gesetzt. Vom anderen Ende wird ein M6er Gewinde für die Düse geschnitten. Der obere Teil ist 17 bis 18 mm lang. Dieser wird mit einem 6 mm Bohrer komplett durchbohrt. Dann erfolgt auch hier eine Bohrung von 7 mm mit einer Tiefe von 3 mm für die Verbindung zum Edelstahlröhrchen. Am anderen Ende wird mit dem 7 mm Bohrer ca. 8 mm tief gebohrt. Mit einem 8 mm Bohrer geht's ca. 6 mm tief und mit einem 9 mm Bohrer ca. 4 mm tief. An dieser Stelle tritt das Granulat in den Extruder ein und mit der Stufenbohrung soll dieser Vorgang unterstützt werden. Die drei Teile werden nun mit einem Stück M6er Gewinde miteinander verschraubt. Danach können die Teile mit flussmittelummanteltem Silberlot hart verlötet werden.
Nach dem Erkalten kann das M6er-Gewinde testweise herausgenommen werden. Die drei Teile sollten in einer Linie luftdicht verlötet sein. Für die Wasserkühlung verwende ich 15mm durchmessendes Kupferrohr, das mit einer Schablone aus dem 3D-Drucker mit den erforderlichen Bohrungen versehen wird. Die M5er Gewindestangen, die Endkappen und die 4mm Messingröhrchen werden mit Elektroniklot weich gelötet. Die hohen Temperaturen zum Hartlöten glühen die Materialien zu sehr aus. Außerdem ist Lötzinn deutlich billiger als Silberlot. Ist das alles dicht, wird die Extruderröhre ebenfalls per Weichlöten mit dem Kupferrohr verbunden. Darauf achten, dass die Extruderröhre rechtwinklig zu dem Kupferrohr und den Gewindestangen ausgerichtet ist. Ist auch danach alles luftdicht, kann diese Kernkomponente mit den Teilen aus dem 3D-Drucker verschraubt werden. Diese 3D-gedruckten Teile sind identisch mit denen der vorangegangenen Version. Fast identisch ist auch die 4,5mm durchmessende Holzschraube, die ich zum Extrudieren verwende. Als einzige Änderung habe ich die Spitze abgetrennt. An dieser befinden sich Sägezähne, welche für die Funktion als Holzschraube sinnvoll sind, bei der Verwendung als Extruder aber für eine unnötig hohe Reibung sorgen. Die Schraube reicht bis ca. 5mm über den Düsenschaft, mit dieser Eintauchtiefe im Extruder habe ich die besten Ergebnisse erzielt. Beim Weichlöten der M8er Mutter hilft ein Holzklotz zum Zentrieren der beiden Bauteile. Offensichtlich ist, dass in Sachen Gewichtseinsparung und bezüglich der Abmessungen noch viel Optimierungsbedarf besteht. Zeit für einen ersten Druck mit dem nagelneuen Extruder. Erneut wird das nur 25x27x12mm kleine Kettenglied gedruckt. Aufmerksame Beobachter werden feststellen, dass die Pfade des Kettengliedes in leicht geänderter Reihenfolge abgearbeitet werden. Der Grund hierfür liegt in der Verwendung einer anderen Slicing-Software. Der von mir bislang verwendete Slicer ist vor mehr als 3 Jahren zum letzten Mal aktualisiert worden. Zeit, doch mal was Neues auszuprobieren. Ich verwende nun Prusa Slicer, dessen Nutzeroberfläche meiner alten Software sehr ähnlich ist, womit die Umstellung keine Mühen bereitet hat. Auch das Übernehmen sämtlicher Einstellungen wie der Extrusionsweite, des Filamentmultiplikators und anderer Parameter ging problemlos. Die alte Firmware meines ebenso alten Druckers lässt Finessen wie Pressure Advance nicht zu und das ist in dieser Phase des Experimentierens auch gut so. Schlechte Hardware-Ingenieure sagen immer, die Softwaretypen müssen das beseitigen. Ich will aber sehen, wo die mechanischen Schwachstellen liegen und da wäre es hinderlich, wenn die Slicing-Software mir einen besseren Extruder vorgaukeln würde, als es tatsächlich der Fall ist. Stimmt die Hardware, kann die Software die Kirsche auf die Sahnetorte zaubern. Auch die relativ weichen Plastikteile meines Extruders sind momentan noch hilfreich. Am Retract-Verhalten kann man sehen, ob der neue Extruder wirklich mit geringeren Kräften arbeitet und das ist hier offensichtlich der Fall. Die unerwünschten Knubbel beim Retract sind deutlich kleiner geworden. Der Schritt von Version 4 zu Version 4.1 war wie meistens kein geradliniger. Etliche Stunden sind mit dem Anfertigen und Testen schlechter Exemplare ins Land gezogen.
Mehr Messing in dem Röhrchen zu verbauen bedeutet eine geringere Gleitreibung an den Wänden, da der Reibungskoeffizient von Messing deutlich kleiner ist als der von Stahl. Ich habe bereits Schrauben aus anderen Materialien bestellt, um in diese Richtung weiter experimentieren zu können. Die Druckqualität des Kettengliedes ist besser als zuvor, die Schwachstellen der alten Druckermechanik bleiben aber gleich. Der Druck ist nach etwa 16 Minuten beendet. Die Verwendung eines im wahrsten Sinne des Wortes bunten Mix aus recyceltem Granulat führt dazu, dass die Oberfläche ungleichmäßiger wirkt, als es tatsächlich der Fall ist. Unter bestimmten Blickwinkeln ist im Streiflicht zu sehen, dass die Wände durchaus gleichmäßig, ohne Spalte gedruckt wurden. Zu sehen ist der Elefantenfuß unten und der Z-Wobbel des Druckers, die Extrusion selbst ist in Anbetracht der nach wie vor recht simplen Konstruktion nach meinem persönlichen Ermessen aber durchaus bemerkenswert. Eine bessere Druckermechanik muss also her, einer der nächsten Schritte ist daher die Umrüstung eines modernen Druckers zum Granulatdrucker. Weitere Details zu Version 4.1 und mehr zum Granulat-Extruder-Projekt gibt's wie immer auf meinen Seiten. Klickt mal rein. Erneut geht ein besonderer Dank an meinen anonymen Großsponsor und alle weiteren Unterstützer, die schon von der Spendenschaltfläche auf meinen Seiten Gebrauch gemacht haben und somit dabei helfen, die Entwicklung des Granulatextruders voranzutreiben. In diesem Sinne, danke fürs Angucken und bis bald!